und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Alpha-Wölfin. Wir befinden uns immer noch im schönen Kenasis Rast und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, denn direkt neben mir steht der nächste Questgeber. Bewegt euch mit einer Absicht, Lahmtatze. Nur die Leichtfüßigen überleben. Was meint ihr? Die Maorma greifen den Katzenaugenkai von der See aus an. Kommandantin Karinit hält die Stellung an den Docks. Sie braucht Hilfe, um die Maorma aufzuhalten, bevor sie nach Mistral vorstoßen. Seri sucht noch weitere Helfer. Beeilt euch, Lahmtatze. Ich werde Kommandantin Karinit finden. Oh Gott. Okay. Hallo. Lauf doch einfach mal dran vorbei. Das ist einfacher. So. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja hier komplett durch die Stadt durchgewühlt und haben die Hauptstory hier auf Kenasis Rast weitergemacht. Und jetzt geht es wieder mit der Hauptstory weiter. Ihr dort, die Maormer haben den Katzenaugenkai mit den Seeviper-Truppen angegriffen. Wir brauchen jeden Fähigen für die Rettungsmaßnahmen. Mir wird gerade schmerzlich bewusst, dass das die gleiche Synchronstimme ist wie diese miese Verräterin aus Auridon, die mir dann eins draufgegeben hat und mich eingesperrt hat. Zaeri sagt, ihr würdet einen Gegenangriff vorbereiten. Ah, ein Gegenangriff? Ich würde mich schon mit einer geordneten Verteidigung zufrieden geben. Unsere Truppen sind zu weit verstreut. Wenn wir die Tore nicht halten können, wird Mistral an die Maormer fallen. Was kann ich tun? Ich werde die Truppen des Dominions von hier aus lenken. Aber ich kann dieses Tor nicht abriegeln, solange es noch Überlebende auf dem Markt gibt. Schickt sie hierher. Wir brauchen alle, um Mistral von dieser Seite der Mauer aus zu verteidigen. Okay. Haben wir hier noch was zu lesen? Tatsächlich. Schlangen. Diese Maorma-Piraten kamen aus dem Wasser. Sie sind überall am Katzenaugenkai. Was ist hier geschehen? Die Seevipern. Eine muss mir was übergebraten haben. Als ich aufgewacht bin, hat eine Seeviper merkwürdige Runen in die Haut meines Leibwächters geritzt. Ich habe diesen grässlichen Piraten mit einem zerbrochenen Rundholz niedergeschlagen. Und dann sind wir gerannt. Sind eure Wunden schwer? Nein, wir können uns noch bewegen. Wir werden nach Mistral aufbrechen, falls es dort sicher ist. Bei den Acht. Es tut gut, Seesoldaten des Dominions zu sehen. Vielleicht kann Feldwebel Firion ihren Gegenangriff tatsächlich durchführen. Was für ein Gegenangriff? Die Seesoldatin beim Tor zum Katzenaugenkai plant, gegen die Seevipern zurückzuschlagen. Ich bin sicher, sie kann euch alle Einzelheiten darüber erzählen. Wir machen uns auf den Weg. Mögen die Götter euch Kraft schenken. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Maorma-Piraten Mistral erreichen. Sie werden unsere Familien abschlachten. Was ist hier geschehen? Ich habe große Schlangen aus dem Wasser auftauchen sehen. Feiglinge von Seevipern haben sie nach jedem schnappen lassen, der in Reichweite war. Wurdet ihr verwundet? Nein. Als ich meine Kameraden fallen sah, bin ich gerannt. Was für ein Khajiit bin ich eigentlich? Ihr seid vom Dominion, ja? Feldwebel Firion hat vor, zurückzuschlagen. Verpasst diesen feigen Piraten eine ordentliche Abreibung. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Geht nach Mistral. Das werde ich auf keinen Fall tun. Falls irgendeine dieser Seevipern ihr Gesicht auf dieser Seite des Tors zeigt, ziehe ich es ihr höchstpersönlich ab. Was macht ihr hier? Es spielt keine Rolle. Wenn ihr Lust habt, ein paar Seevipernschädel zu spalten, ist es mir wirklich egal. Eine der Überlebenden meinte, ihr würdet einen Gegenangriff planen. Fühlt ihr diesen kalten Wind vom Meer aus heranrauschen? Genauso war es vor dem Orkan. Wir können es kaum erwarten, der Schlange den Kopf abzuschneiden. Wir sind der Gegenangriff des Dominions. Was kann ich tun? Ich habe meinen Trupp losgeschickt, um den Katzenaugenkai auszukundschaften. Falls sie nicht erfahren haben, was die Seevipern vorhaben, können wir weiter herumstochern, bis wir herausfinden, wem was wo abgeschlagen werden muss. Solltet ihr nicht das Tor halten? Ich werde über das Tor wachen, falls ihr denkt, ihr könntet einen Zaubermeister gebrauchen. Oder ihr könnt einen Seesoldaten des Dominions mitnehmen.
Eure Entscheidung. Ich könnte einen Zaubermeister brauchen. Lasst mich darüber nachdenken. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Je schneller wir gegen die Seewipern vorgehen, desto schneller vereiteln wir auch ihre Pläne. Wenn ihr meine Gesellschaft wünscht, sollten wir uns beeilen. Die Seewipern würden ihre Truppen nicht zur Verfügung stellen, wenn sie sich nicht ihres Erfolgs sicher wären. Könnt ihr in einem Kampf auf euch aufpassen? Ich habe nicht vergessen, wie ich meine Kameraden beschütze, wenn ihr das meint. Während meiner Zeit im Labor habe ich mich auch mit der praktischen Anwendung von Magika unter feindlichen Bedingungen beschäftigt. Ich fürchte mich nicht vor dem Schlachtgetümmel. In Ordnung, kommt mit mir. Wir sollten nicht trödeln. Geht voran, meine Freundin. Das werde ich tun. Im Übrigen habe ich übrigens gerne den Zauberer dabei. Insbesondere, wenn ich selber Magika spiele. Jetzt muss ich ja gerade mal gucken. Moment, da muss ich hoch. Achso, ich habe ja falscher Gott an. Genau, ich werde ja schneller, wenn ich jemanden töte. Oh, scheiße. Ah! Darf ich nochmal mit dir reden? Hey, der Trupp wurde getrennt. Mystel und ich haben Onglorn gefunden. Sie haben ihn schwer verwundet. Was ist mit ihm passiert? Sie, Vipern, haben Runen in seine Brust geritzt. Ich habe ihn gepackt. Nistel hat sie abgewehrt. Wo ist Nistel? Sie, Vipern, jagen. Falls ihr sie seht, richtet ihr aus, dass es Onglorn gut gehen wird. Habt ihr erfahren, was die Seewipern für Mistral planen? Ich habe eine Menge von ihnen in der Nähe der Docks gesehen. Versucht es dort. Ja, vielen Dank, dass ich nochmal mit dir reden durfte. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, was ich da jetzt gemacht habe. Muss ich da jetzt hoch? Doch, ich muss da hoch, ne? Den kannst du nehmen. Ach nee, ich muss hier rein. So, untersucht die Leiche. Die Leiche der Seesoldatin ist von Wunden übersät. Schwertschnitte, Knochenbrüche und sogar Bisswunden. Ihre Waffen sind zerbrochen. Schwere Kratzer überziehen ihre Rüstung. Eine schlaffe Hand hält einen blutigen Verband. Die andere hält ein blutverschmiertes Stück Papier. Was mich übrigens daran erinnert, dass ich meinen Basti nochmal rufen könnte und meine Zwielichtschwinge. Wenn wir schon mal dabei sind. So, dann könnt ihr euch nämlich jetzt damit beschäftigen. Suchen wir uns ein Problem, das gelöst werden muss. Ja, das Problem... Vorzugsweise eines, für das wir bezahlt werden. Stand gerade hinter mir. Aber okay, lauf einfach mit mir mit, wenn du nicht kämpfen willst. Basti ist auch in Ordnung. Mit ihm müssen wir noch sprechen. Ein schmerzender Schädel ist schlimm. Aber wenn er immer noch wie ein Kopf aussieht, dann ist es gut. Ja? Was ist euch zugestoßen? Ich war in den Höhlen, arbeiten, als ich ein seltsames Heulen hörte. Dann sind wie aus dem Nichts Krieger aufgetaucht und haben gnadenlos zugeschlagen. Wer hat euch angegriffen? Seewibern, Maormer-Piraten. Wir haben Schutzgeld für einen ganzen Monat bezahlt und sie diese seltsamen Totems in der Höhle aufstellen lassen. Sie waren vorher nie im Skoma-Handel. Ich meinte Mondzucker. Ich habe mir den Kopf gestoßen, wisst ihr? Mhm. Was haben Sie gewollt? Uns umbringen, schätze ich. Nachdem Sie genug von uns getötet hatten, ließen Sie den Rest von uns in Ruhe. Sie wussten, dass wir uns nicht wehren würden. Sie haben nur auf diese Totems geachtet. Nun, bis Sie den Höhleneingang zum Einsturz gebracht haben. Warum haben Sie die Höhle einstürzen lassen? Irgendein Hochelfenzauberer versuchte, in die Höhle zu kommen. Deshalb haben Sie sie einstürzen lassen. Ich bin ins Freie gesprungen. Ich Glückspilz, der Zauberer, wollte mir etwas sagen, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat mir dieses Papier gegeben und ist weggegangen. Hier, vielleicht könnt ihr euch etwas daraus zusammenreimen. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Was war das? Ich hatte ein Klingeln in den Ohren. Würde es euch stören, das Offensichtliche noch einmal zu wiederholen? Wartet, wartet. Haltet mich nicht für undankbar. Der Zaubermeister hat nach einem anderen Weg in die Höhlen gesucht. Ich habe Gerüchte über eine Geheimtür an den Klippen gehört, aber ich habe sie nie selbst gesehen. Hab Dank.
Ja, dann gehen wir mal eben zu der Geheimtür hin. Wir dürfen gerne angreifen. Ich brauche das nicht. Ihr müsst die übrigens nicht angreifen, mal nebenbei bemerkt. Ihr könnt einfach so durchlaufen. Diese Totems scheinen eine Kombination aus Wind und Geist zu nutzen. Ob ich wohl? Entschuldigt mich, dürfte ich wohl? Wir sind hier, um die Seewipern aufzuhalten. In der Tat, ich schätze, das ist optimal. Diese Rituale der Seewipern sind barbarisch, aber recht effektiv. Dieser Wirbelsturm, den sie heraufbeschworen haben, um unsere Flotte an Kenatis Rast zu zerschmettern, das war nichts im Vergleich zu ihren derzeitigen Bemühungen. Was ist schlimmer als ein Orkan? Ihr habt offensichtlich nie die theoretischen Grundlagen von Blutopfern studiert. Seht ihr diese schlangenförmigen Statuen, ihre Sturmtotems? Sie sammeln Geisterenergien aus den mit Runen markierten Zielen und kanalisieren sie wie Wasser in einem Trichter. Wie können wir diesen Trichter blockieren? Das ist genau die richtige Frage. Es scheint, als ob die Seewipern einen besonderen Magnetstein benutzen, um den Kanal zu blockieren. Nähert euch einem aktiven Sturmtotem und haltet den Magnetstein vor euch. Dann solltet ihr die Energie einfach ablassen können. Ihr solltet euch das selbst anschauen. Seid ihr sicher, dass es ungefährlich ist? Auf jeden Fall. Macht nur. Seid nicht schüchtern. Es ist ja nicht so, dass die Energien der Sturmtotems durch euren Körper strömen würden, bis ihr nicht mehr als eine leblose rauchende Hülle seid. Aber stellt euch bitte nicht in Pfützen, ja? Das entbehrt einer gewissen Ironie nicht, fürchte ich. Phänomenal. Ich wusste, dass Nähe der Schlüssel ist. Und seht euch an, nicht einmal eine Spur von tödlichen Blitzen. Ihr habt das Prinzip erfasst und es jetzt auf den anderen Sturmtotems anzuwenden, bevor... Nun, damit beunruhige ich euch jetzt besser nicht. Weswegen sollte ich mir Sorgen machen? Ah, nein. Ich sollte euch nicht unnötig Sorgen bereiten. Sagt mir, wozu die Seewipern diese Sturmtotems brauchen. Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, von denen keine besonders gut für alle auf dieser Insel ist. Man greift nicht zu Blutopfern, es sei denn, man braucht sehr schnell sehr viel Energie. Oder man will diese Energie, nun ja, genauso schnell wieder freisetzen. Was wollt ihr damit sagen? Hört zu. Ihr kümmert euch um die Sturmtotems. Ich werde herausfinden, wie man etwas gegen das Blutritual der Seewipern unternimmt, ohne Mistral auszulöschen. Klingt das angemessen? Die einzige Gewissheit ist, dass die Zeit drängt. Ihr solltet euch beeilen. In Ordnung. Dann gehen wir mal weiter. Was ist eigentlich da hinten? Da bin ich noch nie reingegangen. Kann man hier gut looten? Ah, zumindest noch ein bisschen. Okay. Ich bin immer so schnur wirklich hier Dieser durchgelaufen. Also, wir müssen 5 von diesen Totems, ja, ich sag mal zerstören, lahmlegen, wie auch immer. Das ist das Zweite. Was Wichtiges zum Einsammeln eigentlich nicht. Das können wir eben mitnehmen. Die offensichtlich rumstehen. So, du hältst dich schon mit dem auf. Alles gut, dann mache ich das Sturmtotem. Naja, Kampf würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Auch noch einer. So, hier links, rechts habt ihr auch noch was, wo ihr theoretisch hingehen könnt. Aber ich will mich jetzt nicht mit den Sachen aufhalten. Ne, da hinten war nichts zu lesen, das war nur eine Lampe. Okay. Irgendwie schieße ich die Hälfte der Zeit daneben, aber es ist schlimm. Hallo? Es ist Ealziel, der direkt zu eurem Verstand spricht. Ihr findet meine Psychic-Projektion in der Nähe des Tunnelausgangs. Bin schon da. Ich weiß, wie man die Maorma... Ich weiß, was sie planen. Durch meine Psychic-Projektion habe ich eine alte Ritualstätte nördlich von Mistral gesehen.
Die Seevipern haben eine mächtige Kreatur namens Sturmatronach beschworen. Sie lassen all diese Energie in den Sturmsklaven fließen, den sie gebunden haben. Was wollt ihr damit sagen? Die Kreatur kann nur eine gewisse Menge Energie in sich aufnehmen, bevor sie sich auflöst. Die gesamte Energie wird über Kenatis Rast hinwegströmen und alles töten, was mit ihr in Berührung kommt. Bis auf die Donnerkäfer natürlich. Oh, und der Berg im Norden von Mistral wird zerbersten und die Stadt spurlos auslöschen. Hat er gerade gelacht? Es muss einen Weg geben, das aufzuhalten. Oh, und das ist das Geniale ihres Plans. Wie bindet man eine Kreatur, die aus Sturmenergie besteht? Mit dem Wind selbst. Drei Ritualhörner halten den Sturmsklaven gefangen. Aber der Magnetstein hat nun genug Sturmenergie, um den falschen Winden entgegenzuwirken. Elegant, ja? Was geschieht, wenn ich den Sturmsklaven von seinen Fesseln befreie? Er wird seine körperliche Gestalt ablegen und die gespeicherte Energie sicher freigeben. Also sicher für Kenatis Rast, meine ich. Ich schlage vor, einen großen Abstand zum Sturmsklaven zu halten, wenn das geschieht. Vielleicht mit einem festen Felsen zwischen ihm und euch. In Ordnung. Ich werde das Ritual der Seevipern aufhalten. Ihr werdet keine Probleme haben. Und falls doch, habe ich eine Meile von Kenatis Rast entfernt ein Portal geöffnet. Dort werde ich so lange auf offener See auf der Stelle schwimmen, bis ich sehe, dass ihr Erfolg hattet. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin sehr zuversichtlich. Hat er gerade gesagt, er wird sich quasi in Sicherheit begeben? Okay, ich habe es in der Vergangenheit zu oft weggedrückt. Ich merke das schon. Ich habe das schon alles wieder vergessen. Idioten, was machen die denn da? Das Wiesenschaumkraut nehme ich mit. Was habt ihr denn damit vor? Das Platinflöz. Was habe ich damit vor, Basti? Ich kann den Rest hier stehen lassen, aber mehr nicht. Hallo? Okay. Die haben Angst vor mir, die gehen schon mal weg, während ich hier ankomme. Das ist sehr schön. Okay. Ist da noch was im Wasser drin? Ein Stein, perfekt. Da meine ich doch, dass ich es leuchten gesehen habe. Sturmatronach ist übrigens jetzt hier in der Mitte. Wie man gerade schön sehen konnte. Ja, also eigentlich ist jedes Mal hier so ein Typ, also ein Zauberer und eine Schlange. Kinder des Meeres, eure Bande können den Orkan nicht halten. Meine Freundin, ihr habt es geschafft. Kommt, ihr müsst diesen Ort verlassen. Folgt mir. Ja, ich folge dir, Rasum, da. Ich muss aber erstmal ein paar Sachen einsammeln. Ich kann auch nicht einfach so weggehen, ohne die ganzen Sachen hier gesammelt zu haben. Das geht nicht. Das wäre unhöflich. So. Na komm, das Kupferflöz nehmen wir eben schnell mit. So. Rasum. Meine Freundin. Dem Tod so triumphierend zu entkommen, ist ein ständiger Nervenkitzel, nicht wahr? Natürlich nicht so aufregend für die Maorma. Wie habt ihr mich gefunden? Dank eurer Bemühungen sind die Maorma entweder geflohen oder tot. Kenatis Rast ist sicher und aus freien Stücken Teil des Altmeri-Dominions. Wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, Rasumdar behält vielversprechende Leute im Auge. Ja, und wir haben das Messer des Sturmsklaven erhalten, das zweihändige Schwert von der Rüstung des Auszubildenden. Und damit haben wir dann auch die Quest abgeschlossen. Ich schaue zur Sicherheit nochmal eben auf der Karte nach. Wir können das hier noch nicht abschließen, weil wir, glaube ich, den Teil noch nicht gemacht haben. Den haben wir zwar schon gemacht in einer Folge davor mit der Dunkelelfe, aber ich habe dann ja leider den Char gewechselt. Das heißt, hier diese Stelle werde ich dann nochmal wiederholen. Offline natürlich. Ich muss euch das ja nicht zweimal aufnehmen. Und wir werden dann in der nächsten Folge, muss ich mal schauen, entweder hier unten, dahin oder da oben hingehen. Ja, bis dahin bleibt mir allerdings nicht allzu viel zu tun, als mich erstmal von euch zu verabschieden. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.